Nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 16 Jahren geeignet. Ja, einen schönen guten Tag, Leute hier. Was ist los? Ey, was ist los da? Ey, sag mal, ey, komm, hör auf jetzt. Hallo, Mann, ey. Du musst anfangen. Naja, die warten, die Leute. Die warten ja nicht umsonst, mein. Ich hab irgendwie ein Ohr im Ohr gehabt. Wie, du hast ein Ohr im Ohr gehabt? Michael, was ist das denn für ein Spruch? Sag mal. Das war ein Spaß, Willi. Das war einfach jetzt mal nur ein Gag. Zu Anfang. Für die Leute, die das jetzt hier sehen. Bist ein komischer Vogel, Micha. Ich weiß, ich bin ein lustiger Vogel. Nee, ein komischer, hat gesagt. Okay, wir hatten ausgemacht, dass du anfängst zu erzählen, Willi. Okay, dann werde ich das mal machen. Ich werde mal anfangen zu erzählen. Also die Musik, was ihr hört, DDR-Hymne, BRD-Hymne, ist eine richtig geile Hymne, wa? Ist richtig geil, wa, Micha? Schöne Mucke ist das, ja. Die Hymnen, die hatten was drauf gehabt. Haben sie heute auch noch. Okay, dann haben sie heute auch noch was drauf und morgen vielleicht auch noch. Okay, gut. Erwähne Joachim Nickel, ja? Wem? Das ist ein Abonnent von mir. Wer? Das ist ein Thema, behandeln wir heute hier. Nickel, du hast einen Pickel im Gesicht. Warte mal kurz, Willi. Also, Joachim, nochmal Grüße an dir. Also, wir übernehmen hier dein Thema hier, was wir heute diskutieren werden. Und, ja, was waren da noch? Also, The Evil Witten wurde ja von euch gewünscht. Im Hintergrund, Lofik, lassen Sie mal. Nee, halt, Willi, wie war das? Du lässt da an so einen Kack laufen. Soweit, richtig. Ich hab mal ein bisschen versprochen, verdammte Scheiße. Ist egal, weiter geht's. Ja, wenn man sich verspricht, muss man trotzdem immer mal weitermachen. Immer voran, 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 immer voran, immer solche. Ja. So, weiter, Willi. Das Thema lautet heute, die Jugend von heute und wie sie früher mal war, ohne diesen ganzen Hightech-Mist. In diesem Sinne bis nachher. Genau, in diesem Sinne, Leute, bis gleich. War gut, wa? Ja, war richtig. War richtig, ne? Hast du schön gemacht. Okay, bis gleich. And it goes a little something like this. Ihr seid gleich alle mächtig froh, es folgt gleich ein Hammer-Video. Jetzt hört mal alle auf zu bocken und schaut euch an, was ich und Willi alles machen kann. Ich und Micha versuchen ganz charmant und hauen euch alle an die Wand. Einer ohne Arm und Hirn bieten euch jetzt die Stirn. Viel Spaß bei dem, was jetzt folgt. Lasst ein Abo da und liked mich und lasst mich und Micha nicht im Stich. So, da sind wir wieder. Alter Scheiß, siehst du gut aus. Alter. Danke, Willi. Lass mir mal verraten, warum du den Dreck aufhast hier? Warum ich das gemacht habe, kann ich dir gleich sagen. Ich habe ja eigentlich immer gedacht, ich verändere mein Outfit. Was versprichst du davon? Na, weil ich so besser vielleicht mal rüberkomme vielleicht. Aber nur vielleicht. Glaubst aber nur du, Kasper. Ja, danke. Bist ja richtig lieb zu mir. So fangen wir an. Besser ist es. So, Leute, im Hintergrund sieht ihr ja was Luft. The Evil Witten. TEW, sag ich mal einfach mal, ist die Abkürzung für The Evil Witten. So, kommen wir einfach mal jetzt mal hin zu dem, was wir hier sagen wollen und denke mal, ich fange da auch mal erstmal ein bisschen an, um erstmal in die Spur zu kommen. Was für eine Spur meinst du denn jetzt? Für eine Spur, Mann? In die Spur, wo wir hinwollen. Wohin? Naja, weißt du nicht mit der Jugend von heute, von damals, von heute, von damals und von gestern und zum Morgen von die Jugend heute? DDR, BRD, die Sache mit der Jugend von heute und von gestern, beziehungsweise von früher. Kann ich dir denn da wieder dumme Fragen stellen, Micha? Du brauchst mir keine Fragen stellen, wenn ich dir was, ich sag mal so, wenn ich dir sagen würde, dass du mir Fragen stellen möchtest, dann sag ich dir Bescheid. Okay? Könnt ihr auch so machen. Wenn ich die Fragen stelle, dann fragst du mich einfach mal, ob ich die Fragen stelle, okay? Fragst gut. Einfach, okay? Also, Leute, heutzutage ist das nun mal so, die Jugend hat sich verändert, beziehungsweise ist eigentlich mit den Jahren halt immer, also mit der ganzen Sache immer weitergegangen. Wenn ich mal so im Frühjahr so mal so überlege, was haben wir denn eigentlich früher gemacht? Früher haben wir ja nie so was, ja, was die heutige Jugend hat, ja? Die heutige Jugend hat zum Beispiel, Willi, was hat die heute Jugend ja, zum Beispiel? Ja, die können heute Pizza essen, die nach McDonalds, nach Burger King können sie essen gehen und so. Das ist nee, schön, nee, essen, ne? Nicht etwas zu essen. Wir wollten eigentlich über Sachen sprechen, was die Kiddies heute so spielen. Puterpiele. Zum Beispiel, was sie so haben, für Spielzeug und so. Was wir früher hatten, wir hatten ja nichts so. Naja, ich weiß jetzt eigentlich ja nicht, so, wo es so richtig anfangen soll, Micha. Wir könnten ja mal anfangen und dann fangen wir einfach mal so an, ne? Können ruhig anfangen mit den Handys, sag ich mal. Handy von Mandy. Also wenn man jetzt eigentlich heute mal so sieht, hier, was hier die Jugendlichen heute für Handys haben, dann ist es natürlich so, dass man zum Beispiel richtig gute Handys hat, wa? Und jeder Jugendliche läuft ja heutzutage schon auf der Straße mit Handys rum und was weiß ich nicht alle. Also heute ist es einfach mal so, die heute Jugend ohne Handys geht das gar nicht mehr. Ja? Wenn ich mir das heute mal so ankicke, ja, auf der Straße, da laufen die einfach alle so rum und glotzen. Doof, Mann? Ja, ist gut. Man kann auch erotische Sachen machen und spielen kann man damit auch, Micha. Man kann auch mit den Handys spielen, ist richtig. Sexspiele oder Erotikspiele oder Spiele? Verschiedene oder? Spiele. Kleine Spiele, große Spiele, mittlere Spiele. Viele Spiele kann man spielen. Oh, mir rutscht die ganze Scheiße, ich nehme die runter hier. Gibt ja viele Spiele, gibt auch viele Farben. Gibt graue Farben, grüne Farben, schwarze Farben, rote Farben, gelbe Farben. Verschiedene Farben gibt es da auch, aber ob du mir nun sagst, was für Farben dabei sind, kennst du dich doch sowieso nicht in Farbe rein aus.
Na, aber vielleicht kann man sich ja da bessern und ich kann dann irgendwie das alles mal so richtig wieder lernen und kann mich total verbessern. Könntest dich vielleicht bessern, aber ich denke mal, oder dir bessern, oder was weiß ich hier, war, geht ja nicht, man kann sich ja nicht bessern. Man ist eh mal farbenblind und dann für immer. Möchte aber nicht immer farbenblind sein, Michael. Ich möchte wieder lernen, richtig schwarz und weiß Also auseinanderhalten. gut, kannst weitermachen. Komplett schaffe ich noch irgendwie mal. Schaffe ich heute nicht mehr. Sag mal, was gab's denn früher eigentlich so für Handys? Gab's früher Handys oder was, Michael? Und ja, mit früher für Handys. Also früher gab es ja überhaupt keine Handys. Da gab es denn diese Telefone zum Beispiel. Also ich weiß noch, wir hatten damals mal hier so ein schwarzes Telefon, was ihr jetzt eben gerade mal sehen könnt. Das andere Handy, das habt ihr auch eben gerade sehen können. Das hatten wir damals mal gehabt. Das wissen wir ganz genau, ja. Das war nicht hier mit Tasten, Tasten, Tasten drücken, Tasten drücken. Ja, was, keine Tasten? Wann ist denn für ein LAN, sag Es mal? gab keine Tasten. Aber wenn man so telefoniert hat, dann hat man das doch mit Tasten und Taschen gemacht und so. Das weiß ich doch noch von früher. Mit Taschen und Tasten waren dabei. Willi. Tassen und Taschen ist was ganz anderes als wie Tasten. Hat aber Taschen und Tassen gesehen. Und sowas fand man da nicht vor. Das war halt ein Telefon. Grünet? Dann habe ich dir gesagt, schwarz. Was war denn schwarz jetzt schon wieder für eine Ich Farbe? sollte dir erklären. Schwarz ist dunkel. Muss mir mit dem mal so richtig einprägen, wisst ihr? Sobald alles schwarz ist dunkel. Die Frage ist, was ist dunkel? Das ist egal. Ist jedenfalls kein Grünet gewesen. So, und wie gesagt, hat man halt das schwarze Telefon, da hat man halt immer drin, also den Hörer erstmal, und dann drin, 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 drin. Willst du Oma machen? Sag mal. Cool gemacht. Naja, und wie gesagt, früher war das halt ein bisschen so anders, ja, und ich habe ja auch für so ein Telefon keine Flatrate. Und so eine Scheiße. So, was haben wir denn früher nochmal gemacht? Ich meine, bei mir war das ja so früher, ich war ja halt ein Jungpionier. Ich war halt wirklich ein Jungpionier, wir waren Themenpionier, wir haben halt in der Freizeit ziemlich, ja, so viel hat man in der Freizeit als Jungpionier nicht gemacht, so, keine Ahnung, weil ich zumindest nicht so. Aber jedenfalls war ich trotzdem Jungpionier, mit einem blauen Halsband und so und so weiter und so fort. Ja, so, wir haben aber früher Folgendes gemacht. Wir sind von der Schule nach Hause gekommen und Willi, rate mal, was wir da gemacht haben. Ihr habt euch zugedröhnt mit Alkohol. Was haben wir? Alkohol gesoffen. Was, Alkohol gesoffen? Habt euch zugedröhnt. Quatsch. Wir waren doch klein, Mann. Klein und gesoffen. Nee, aber wir trinken doch dran. Nee, Quatsch. Weiß ich nicht, nee, wir waren noch Kinder. Kannst kein Alkohol trinken. Klar kannst du ditte. Weiß ich nicht, ob die heute Judith heute auch mal, ob sie nach Hause kommt und Alkohol trinkt. Das weiß ich heute nicht. Ich weiß nicht, ob die das heute machen. Naja, die Zeit, die hat sich ja geändert. Das hast du ja von ihr gesagt, ne? Ja, wollen wir weitermachen. Dann werden wir hier nie fertig. Ich weiß nicht, wie lange das geht hier. Ich glaube, jetzt heute 3 Stunden, Micha. Ja, und ja. Also, wir sind nach der Schule nach Hause, den Ranzen in der Ecke geschmissen, scheiß Watt auf Hausaufgaben. Und was haben wir gemacht? Haben wir uns den Fußball genommen und sind auf dem Bolzplatz, wie ihr den jetzt eben gerade sehen könnt. Ja, einfach mal hoch und haben gespielt. Ihr wollt's, ihr wollt's, ihr wollt's. Da hat er doch bestimmt das Stöckchen so einen schönen Spaß gemacht mit dem Stöckchenspielen. Kein Stöckchen gespielt, Billy, nein. Ich dachte, das haben wir früher mal in der Schule gespielt, Stöckchen. Du hattest doch früher ja keine Schule. Du bist doch geboren worden und da konntest du schon sprechen. Na und Stöckchen spielen konnte ich auch da schon. So war das doch bei dir. Wir haben ja früher auch noch was ganz anderes gespielt. Da war so ein komisches, so ein Rad an so einem Baum dran und der eine hat die Schuhe und die anderen konnten sich rücksetzen und damit sind wir dann losgefahren. Na siehst du, wir sind damals dann auch im Fahrrad. Wir hatten dann halt ein Fahrrad gehabt, zumindest ich hatte hier so ein kleines Fahrrad, ja, das ist auch so ein Unterschied gewesen. Ja, früher so ein Klappier-Fahrrad und was weiß ich nicht alles und heute haben die ganz einfach mal. Klautenleiter, ne? Nicht Klautenleiter. Heißt nicht Klautenleiter. Mountainbikes oder so heißen die heute. Red doch mal vernünftig. Versprichst dich immer wieder. Merkst du das? Wir müssten das mal ein bisschen üben mit den ganzen Wörtern, die du nicht kennst. Vielleicht sollten wir mal da ein Video machen, Willi? Nee, das können wir mal machen, Micha. Hab dich lieb. Ja, das musste ja kommen. Auf das habe ich eigentlich schon so gewartet. Aber ich hab dich auch lieb, Willi. Danke, Anke. Bitte. So, weiter am Text. So, naja, und das war halt so, nach Hause gekommen. Dings da, ey, das ist doch, ach, ich mach das hier weg, das ist, nee. Das sieht überhaupt aus, ich, so, naja, und das haben wir dann halt gemacht, ne? Ab auf den Bolzplatz gebolzt. So, was aber denn passiert ist im Laufe denn halt der Jahr, auch zu DDR-Zeiten hatten wir die erste Spielkonsole, zumindest hatte ich da die erste. War denn das für ein geiler Teil? Weiß ich nicht, wie die hieß, das war eine ganz komische. Und die Spiele dazu? Da waren Spiele drauf. Wo waren die? Nee, da die Spiele, die waren schon drauf. Wo drauf, dran und drin? Naja, eben drin. Ja, die Spiele, die waren innen drin integriert, ja. Da konntest du nämlich den halt spielen, ja. Also die waren innen drin, die haben gewohnt innen drin. Die haben doch geschlafen innen drin. Woher wisst du denn das? Naja, als ich früher noch in der Hülle da gewohnt habe, ja, da haben wir ja nur gepennt und da haben wir sehr, sehr viel geträumt. Und da war mit bei. Hast du mal geträumt? Cool. Naja, aber im Gegensatz zu diesen Spielkonsolen von früher zu heute, was die heute Jugend hatte, war ja natürlich was ganz anderes. Ich muss aber auch immer dazu sagen, das ist ganz logisch. Die Zeit ist ja nicht stehen geblieben, die ist ja immer weitergegangen und so weiter gegangen.
Bei mir ist immer alles stehen geblieben. Was ist bei dir stehen geblieben? Na, die Zeit, du Dämel, du. Kann ja nicht. Oder halt den Ohr geträumt, weiß ich jetzt nicht. Mal, du hast ja damals mal deinen Arm verloren und heute hast du einen neuen. Also ist ja die Zeit auch nicht stehen geblieben, oder? Den Heike wohl raus, erwischt aus dem Land der Träume. Ach, mir. Weiter am Text. Ja. Und das ist halt nun mal der Unterschied gewesen von zu der Jugend von früher, wo ich da halt mich dann halt befand und so. Das war halt natürlich nicht so schön. Ja. Ich habe da nie so richtig Spielzeug gehabt. Heute haben die ja Spielzeug ohne Ende. Ich habe ja früher mit so einer Indianer noch gespielt. Das waren so eine Figuren. Seht ihr ja hier gerade, ne? Eine Spielfiguren und die hast du dann hingedingst auf dem Tisch und hast ein bisschen gespielt. Wie sieht denn überhaupt aus? Du hast die Haare schön, du hast die Haare schön. Nein, Leute, aber ich sehe mich gerade in meiner Kamera. Ja, Billy, du siehst aber heute richtig. Du siehst gut aus, Billy. Na, danke schön, du Doofen. Ich sehe immer gut aus, du Flamme, du. Kann ich weiterzählen? Na, sag was weiter, ja. Kannst du ein bisschen was weiterzählen? Hast du auch mal ein bisschen vorbereitet. Aber wie sagt ihr? Heute ja, ne? Dann, ja. Okay, ich erzähle nämlich jetzt weiter. Ja, man muss ja auch immer ein bisschen so unterscheiden. Das war ja früher eine Zeit gewesen, da war das ein bisschen anders gewesen, war DDR-Zeit und so weiter und so fort. Und dann gab es ja auch die BRD-Zeit. Da war natürlich was ganz anderes. Da hatte man ja auch mehr Spielzeug ja als ganz, ja, das war halt ganz anders. Die war eine andere Zeit, war das, ne? Ja. War eine Pup-Zeit. Naja, das ist heute so einfach mal so gesagt, die kommen heute aus der Schule und setzen sich sofort an ihren Computertisch, ja, der zum Beispiel so aussieht. Ja, so sieht der heutzutage aus, ja. Die haben ja nicht nur ein oder zwei Computer oder Bildschirme da zu stehen, die haben ja auch noch... Sondern drei, vier. Mhm. Nee, nicht übertreiben, so viele waren das nicht. Fünfe. Nein, nicht übertreiben, so viele waren das nicht. Das ist ja noch mehr, als wie du eben gerade gesagt hast. Weniger. Also den hatten sie nur ein oder wie? Nicht einer. Ja, dann waren es zwei. Naja, so zwei, kann halt doch hier eigentlich gesagt, zwei ungefähr waren das. Naja, und die ganz großen Profis oder so, die haben ja so ein riesengroßes an der Leinwand, so dran, so ein riesengroßes, war mich ja? Naja. Und fast ja auch, sind auch mehr als zwei, drei. Lassen wir mal ein bisschen was erzählen zum Fernsehen von früher. Das war ja auch eine coole Geschichte. Heute könnt ihr ja richtig Fernsehen kicken, könnt ihr mit dem Fernseher alles machen, könnt ihr da wegschieben, alles im Smart oder was weiß ich, was das total ist. Kannst du das auch? Cool, ey, richtig cool, mein kleiner Scheiße. Zu doof, du? Warum hast du mich jetzt gebissen? Weil ich hab da einen Schutzpanzer dran und wenn da einer rankommt, dann muss ich weisen. Wie lässt man da nicht ran? Bist du doof? Ist ja, ob du oder der oder die. So kannst du das aber nicht machen, Willi. Das macht dann irgendwann mal keinen Spaß mehr. Das ist einfach mal so. Ja. Ja, muss jetzt mal wieder zurechtrücken hier, weil da ist ein bisschen was. Irgendwie was schief los. So, aber ist egal, Leute, ja. Und da zeige ich mir jetzt mal hier den Fernseher. Den habe ich früher mal, zur DDR-Zeit. War einer der ersten Fernseher, weiß ich auch noch. Wir hatten nämlich auch so einen kleinen Fernseher gehabt, der war in so einem Schrank drin. Da hast du den Schrank aufgemacht. Da man den aber nicht auflassen konnte, musste man den wieder zumachen. Den hast du denn nachher dann wieder zugemacht, richtig. Und wenn du ihn zugemacht hast, ist die Farbe weggegangen. Was war das für eine Farbe? Brauner. Aber wenn du nur erzählst, was da für eine Farbe hat, ist das so ein Lineal. Du kennst dich ja sowieso in die Farberei nicht aus, Willi. Ich bin farbengroßblind. Aber du kennst dich doch hier mal mit dem heutigen Dingern aus. Hast du mir erzählt? Dann erzähl mal hier ein bisschen was weiter, du. Kannst du so ein bisschen mehr erzählen? Erzähl mal was. Es gibt ja so eine Smart-Fernseher, die kannst du berühren, die kannst du da was wegschieben. Du musst aber aufpassen, dass du nichts kaputt schiebst. Es gibt ja auch 3D-Fernseher, da springen dir die Pferde schon ins Gesicht. Und wenn die kacken, dann kannst du die schon riechen. Duftfernsehen. Nee, gibt's noch ja nicht Duftfernsehen. Dachte nur. Na, nicht dachte. Gibt es noch kein Duftfernsehen. Vielleicht später mal oder was, aber ob wir das noch mitkriegen. Ich meine, ich weiß es nicht, ich bin ja auch schon so ein richtiger Alter. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Fühlt. Oh, danke. Okay. Naja, und dann gibt es dann auch richtig kühle, also eine kühle, coole Fernseher, ne? Die sind so richtig kalt. Da kommt hinten schon Eis raus, kann man sich aussuchen, Schoko, Vanille und Frucht und so. Aus einer Klappe Eis? Wo, wie was Eis? Ich hab noch nie einen Fernseher gesehen, wo aus einer Klappe Eis rauskommt. Nun hört auf jetzt hier, spinnst rum. Willi, entzieh dir gleich die Lizenz. Naja, ich sag mal, ich bin ja mal ehrlich, ja. Naja, also, sowas gibt es ja nicht. Außerdem war das ein Gag, hab das schön verarscht mich, ja. Jetzt war das wieder ein Gag. Okay. Akzeptiert. War so zwischendurch mal ein Gag, Micha? Ist okay, so ein Gag zwischendurch, ne? Ist okay. Ja, ist okay. Bin ja auch so ein richtiger Gagflüsterer geworden. Also, ich bin so ein Gagmacher, ne? Ein richtiger Computer. Können wir jetzt noch so erzählen? Oh. Keine Ahnung, mir fällt nicht mehr ein, Micha. Nee, das ist ja nicht mehr so. Jetzt hat er eben gerade total überhaupt nicht verstanden. Du hast total genuschelt oder so. Aber mir fällt einmal total nicht ein. Ich weiß nämlich auch gar nichts mehr. Fazit ziehen vielleicht, oder?
Naja, ich sag mal so, also dieses Fazit, was ich jetzt ziehen kann oder so, oder was, oder willst du ein Fazit ziehen? Das Einzige, was sie mir eigentlich mal ziehen könnten, ist mein Zahn. Links oben, rechte Spalte, linke Oberlippenkante. Der tut nämlich weh, Michael. Ich habe dir noch nicht erzählt. Den könnten sie mir mal ziehen, Mann. Naja, das ist einfach mal so. Also ich sag mal so, das, was wir eigentlich euch heute mal rüberbringen wollten, ist einfach mal, Jugend von heute, setzt euch nicht so oft am Computer ran oder was. Geht raus, beschäftigt euch da ein bisschen draußen. Lasst auch mal zur Not mal das Handy zu Hause, ja, oder was weiß ich. Ich meine, ist halt nun mal schade, das geht nun mal nicht so, wie man sich das so vorstellt und so, dass man einfach mal sagt, man lässt das Handy zu Hause, geht natürlich nicht. Was ich sagen muss, ich habe auch ein Handy. Seht ihr das? Die Kamera? Ja. Das ist mein Handy. Das ist kein Dienst und zum, ihr wisst schon, habe es eigentlich nur, um angerufen zu werden, beziehungsweise, falls mal was passiert, dass ich da halt, ja, in dringenden Fall die Polizei rufen kann. Falls der Willi mal abhaut oder so, dann muss ich ja wissen, wo ist der Willi. Und wenn ich den nicht mehr finde, muss ich in der Vermisstenzeile aufheben. War Willi? Na, ich muss den aufheben, meine Frau ist ja abgehauen. Was hast du gemacht? Vermisstenzeile aufheben. Was? Na ja, klar, letztens erst. Muss ich doch. Echt? Nee, was? Ja, na, die ist doch abgehauen, einfach mal so. Nee. Ja, ich hab's doch erst später mitgekriegt, die ist abgehauen. Ach du Scheiße. Na, aber absolut. Warum sagst du mir das jetzt erst? Oh, das müssen wir mal gleich diskutieren hier. Nicht diskutieren, aber das machen wir danach, ja? Können wir das doch nächste Woche machen? Ich hab keine Lust jetzt. Aber das müssen wir danach machen. Müssen wir deine Frau suchen oder deine Freundin. Ach, die kann auch in der Welle weg sein. Da kriegst du ein bisschen meine Ruhe. Ah, Leute. Dann müssen wir mal hier auch mal Schluss machen hier, wa? Also so geht's ja nun auch nicht weiter. Wir müssen jetzt einfach mal Schluss machen, weil das ist ein dringender Fall. Dann müsst ihr jetzt wahrscheinlich gleich die Polizei rufen. Nee, das brauchen wir ja nicht machen, Michael. Das war ein richtig geiler Gag von mir. Was war das? Naja, ich hab gedacht, du verarschst mal immer und jetzt hab ich mir überlegt einen Gag und der Gag kam ganz gut an. Und der ist ja da, in diesem Keller. Du kriegst eine gelbe Karte. Wisst ja, wa? Hab da schön verarscht, wa? Du lach nicht so blöd, sonst kriegst du die rote Karte. Was ist denn rot? Schon wieder grün oder was? Alter, ich dachte wirklich, die ist abgehauen. Leute, ich glaube, wir haben hier noch gesagt, in diesem Sinne, achso, was wollten wir heute machen? Wir wollten halt so, Cassie Hex, glaube ich, heißt sie, wa? Heißt sie? Von hier nehmen wir heute mal hier den Schluss mit, Willi, pass auf, ich sage Hexen, Hexen, und dann sagen wir verbrennen, verbrennen, okay? Wie hier, zicke, zacke, zicke, zicke, hoi, 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 sagen wir sowas, okay? Ob ich das heute noch hinkriege, Michael? Aber nicht wieder jetzt schlafen jetzt. Platzen wir mal, ne? Also, ich sage dann. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi. Verbrenn, verbrenn. Nee, Quatsch. Blödsinn. Fehler, du Idiot. Naja, das war schon wieder mein Fehler. Tut mir leid. Also, wie war das jetzt? Ach, mit der Hexen. Okay. Hexen, Hexen, verbrenn, verbrenn. Hexen, Hexen, verbrenn, verbrenn. Leute, in diesem Sinne, habt euch wohl. Tschüss. Ciao, li, ciao, li, ciao, li, ciao, li, ciao, li.